Guten Morgen, Tai. Was ist los? Nichts ist los, gar nichts. Wir haben nur einen nächtlichen Besuch von Lady Lakenacht gehabt. Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Suikoden 2. Ich fand diesen nächtlichen Besuch eigentlich irgendwie ein bisschen überflüssig. Ehrlich gesagt. Aber naja, wir hätten sowieso nicht aufgegeben oder dem Krieg den Rücken gekehrt. Von daher versuchen wir unser Glück erneut. Tut mir leid, aber wir sind in Eile. Was geht hier vor sich? Sollten wir mal nachsehen? Ja, natürlich sehen wir nach. Wahrscheinlich werden sie jetzt auch attackiert und wir sind die einzige Hilfe. Und dann schließen sie sich uns an. Das wäre. Oh, können die nicht einfach. Oh, die sind so arrogant. Also der Typ zumindest. Ich weiß nicht, was was Commotion heißt. Die Highland-Armee. Ah. Ja, es erschien an der Matilda-Moose-Grenze. Also sind sie. Was? Also sind sie schlussendlich hergekommen, um uns die Chance zu geben, wahrscheinlich zu kämpfen oder aufzugeben oder sowas. Was zur Hölle? Wollen sie uns überfallen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie uns jetzt schon angreifen. Nein, es sieht so aus, als würden sie irgendwie Flüchtlingen von Moose hinterher. Und die Flüchtlinge versuchen wohl, nach Matilda zu fliehen. Lord Gerudo, wir müssen uns mobilisieren, um diese Flüchtlinge auf der Stelle zu beschützen. Verstehe. Macht euch bereit. Ja, Sir. Aber nicht, dass es so ein selber der gleiche Hinterhalt sein wird wie in Green Hill. Nun denn, was zur Hölle? Was auf Erden, ne? Lord Tai, habt ihr das gehört? Wir werden uns nun mobilisieren. Was werdet ihr tun? Ja. Also wir können zugucken, wir können eine Minute abwarten oder wir können mitgehen. Ich sag, wir werden mitgehen. Lord Tai. Ihr habt nicht so viele Truppen. Also bitte seid vorsichtig. Vor allem, weil ihr eine. weil ihr auf eine Lady aufpassen müsst. Hä? Was? Meint ihr mich? Nun denn. Lass uns gehen. Wir haben nicht viel Zeit. Oh, eine Schlacht. Für mich ohne Musik, für euch mit Musik hinterlegt. Wir sind fast an der Matilda-Grenze. Los, weiter. Wir sollten in der Lage sein, zu retten? Und zu retten eher, oder? Okay, die rennen. Die warten erstmal hinter der Grenze. Ich würde mich auch warten. Ja, warten halt, ne? Ja, jetzt kommt natürlich. Oh, noch Luca Blight. Ach du meine Güte. Oh. Ha! Sie sitzen wie die Enten. Lasst keinen einzigen davon. Killt diejenigen, die sich, die hier Widerstand leisten und schickt die restlichen zurück nach Moose in Ketten. Aber sie sind so. Wir sind so weit gekommen. Hilft uns! Sie werden uns töten, wenn wir zurückgehen. Das sieht nicht gut aus. Das sieht ganz und gar nicht gut aus.
Gott. Was ist das denn? Was soll das Ganze? Und vor allem, wie sollen wir denn da noch rechtzeitig hin? Ernsthaft? Lord Gerudo, wir müssen sie retten. Wir werden das nicht tun. Haltet eure Positionen. Was sagen Sie da? Sie werden abgeschlachtet vor unseren Augen. Das geht gegen unsere Ehre als Ritter. Aber es passiert außerhalb unseres Territoriums. Wir haben nicht das Recht zu intervenieren. Es ist viel wichtiger, dass wir die Grenzen halten. Lasst niemand diese Grenzen passieren. Egal ob Flüchtlinge oder andere. Sie befehlen uns, ihnen beim Sterben zuzusehen, das kann ich nicht und das werde ich nicht. Heißt das, du wirst dich meinen Befehlen widersetzen? Devotion. Wie soll man das denn beschreiben? Quasi wie so Ehrgefühl, sag ich mal, gegenüber dem Lord. Das ist nicht das richtige Wort, aber vielleicht so von der Bedeutung her. Verdammt. Jetzt warten sie alle. Ich kann aber auch nicht, weißt du? Ich kann nur warten und Rune. Und Rune ist... nur Schaden heilen. Sonst wäre ich da einfach hingelaufen. Egal, was passiert. Die warten jetzt nur. Das ist doch nur eine Falle, um uns rauszulocken. Wetten. Oh, ich hab so Angst. Es ist schon seltsam, dass die halt nicht attackieren. Das ist sehr, sehr, sehr seltsam. Okay, so viel dazu, dass sie nicht attackieren. Aber wir wären selbst dann nicht rechtzeitig dorthin gekommen, egal was wir gemacht hätten. Ich will dahin, ich will den retten, den helfen. Das kann man nicht einfach so... Das geht nicht. Es ist zu spät. Sie haben alle getötet. Bitte hört auf. Ja, es sieht so aus, als hätten sie den Willen, sich zu widersetzen, verloren. Los, kesselt die Schweine ein. Wir sollten zurück. Camus, Mikulotov. Im Endeffekt haben die Highlander uns nicht überfallen. Es sieht so aus, als hätte selbst der großartige Luca Blight nicht den Mut, sich den Rittern von Mathilda gegenüberzustellen. Wir bleiben also erstmal hier zurück. Ja. Na, Miklotov ist... Ich nenne ihn Molotov, okay? Ich komme eh... Ich stolper immer über seinen Namen. Der ist eh angepisst jetzt. Oh je, wo soll das Ganze nur hinführen? Beruhig dich, Molotow. Was erwartest du? Willst du alleine ins feindliche Territorium gehen? Aber
Ich muss es mit meinen eigenen Augen sehen. Ich muss sehen, was dieser Highland Bastards den Moose antun. Versuche nicht, mich aufzuhalten, Camus. Ich verstehe. Ich werde dich nicht aufhalten. Das ist eine troubling. Das ist eine. Oh, was heißt denn nochmal Trouble? Ich kenne das Wort. Ja, es liegt mir auf der Zunge, was will mir gar nicht einfallen. Aber er geht halt nach Moose alleine, ne? Gefährlich vielleicht. Sowas in der Art. Lord Tai, ich kann dieses Schloss nicht verlassen. Ich muss hinter meiner Verantwortung gegenüber Lord Gerudo stehen. Könnt ihr stattdessen nach Moose die Grenze südlich überqueren? Ich bitte euch, bitte beschützt. Ich komme mir immer blöd vor, wenn ich Molotow sage, aber Miklotow, ich komme da, ich stolper da drüber. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen Lärm machen hier. Ich muss mich anders hinsetzen. Wir sollen jetzt also auch nach Moose, um ihn zu beschützen. Ich würde auch gerne mal... Jetzt kann ich mich bestimmt in der Stadt umsehen, ne? Ah, das ist natürlich ganz praktisch. Dann werde ich mal hier jeden anquatschen, bevor wir das überhaupt machen, weil ich will denjenigen von Wakabe finden. Wakabe. Dem Meister. Der soll ja hier irgendwo sein, Mathilda. Nope. Nein. Ich hoffe, ich überlese jetzt auch keine Hinweise von den Leuten, die mir irgendwelche Tipps geben für irgendwelche, die ich rekrutieren könnte oder so. Achso, das ist zu. Dann haben wir hier noch einen weißen Ritter. Roten. Und das ist zu, das Tor. Okay, dann denke ich mal, geht's hier unten raus, oder? Ach, hier. Das beinahe nicht gesehen. Jetzt. Oh. Nein, auch niemand. Nein. Was passiert? Ach, da ist er. Bitte wartet, Sid Miklotow. Es ist Selbstmord, nach Moose alleine zu gehen. Macht euch keine Gedanken. Ich werde vorsichtig sein. Ich muss aber sehen, was im Moose passiert. Ich werde bald zurückkehren. Aber ich zähle auf euch. Beziehungsweise ich verlasse mich auf euch. Sollen wahrscheinlich in seiner Abwesenheit dann ein Auge auf die Leute werfen. Beziehungsweise beschützen und so weiter und so fort. So, was haben wir hier? Wieder einen alten Mann. Hier ist noch irgendwer. Aber auch nicht der Meister von Wakaba. Ich weiß halt nicht, wo in Mathilda der ist. Ob der jetzt hier in dem Ort ist. Was ich natürlich hoffe. Nein. Oder ob der woanders ist. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt hier in dem Bereich noch weitere gibt. Das weiß ich ja alles nicht. Aber ich kann auf jeden Fall mich mal ausrüsten. Das nutze ich auch mal direkt. Headgear. Ah, ne, nicht Back Equip. Da. Direkt austauschen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Da, Headgear. Nope. Verkaufen. So, das nicht. Das kann ich ihm aber geben. Ich habe ja mehr als genug Geld. Auch wenn die ein bisschen teuer sind, die Sachen, aber pff. Equip. Ja, Guardring könnte ich eigentlich geben. Flick zumindest da. Megamedizin mache ich einfach weg. Ehrlich gesagt, im Kampf, ich heile mich hauptsächlich mit den Runen. Mit mehr heile ich mich nicht. Dann kann ich nochmal mit ihm. Der hat auf jeden Fall was Seltenes. Thunder Runner.
Was hat er hier? Angry Blow Medizin. Oh, Gegengift sollte ich mal mitnehmen. Weil zum Beispiel der Spinatsaft, der hat sich gezeigt, dass er mich vergiftet, wenn ich ihn anwende. Zumindest habe ich ihn bei Wakabe verwendet und ja, der hat das nicht so gemocht. Der mag wahrscheinlich keinen Spinat. So, dann gucken wir uns hier weiter um. Hier ist sonst nichts. Hier ist noch so ein blauer Ritter. Und hier oben ist auch niemand. Hier ist noch zum Schlafen. Da können wir eigentlich auch mal rein und uns zwischendurch heilen. So, einmal hier. Nein. Nein. Ist auch niemand. Nein. Okay, auch nichts. Ich tippe ja darauf, dass dann zum Beispiel Camus und Meglotov sich uns freiwillig anschließen werden, also oder automatisch anschließen werden, sobald wir das hier in Mathilda alles erledigt haben. Weil ich weiß nämlich, dass Camus irgendwann mal ein Mitglied von uns sein wird. Habe ich auf der anderen Seite irgendwas noch übersehen? Fällt mir mal gerade ein. Nein, okay. Gut. Aber da gibt es jetzt noch weitere Punkte. Das in der Mitte, dann weiter oben. Ha, irgendein Berg ist das. Ich kann hier auch irgendwie lang. Irgendwie. Oder doch nicht. Das ist irgendwie noch. Okay. Auf jeden Fall ein Berg. Dann gehe ich jetzt an den Punkt in der Mitte und dann der weiter unten so ein bisschen links ist. Ach, guck mal, da ist noch rechts was. Was ist das jetzt für ein Ort? Highway Village, okay. Upsa, war ich nicht. Falsche Taste. Oh, Rezept. Warte mal, das habe ich doch auch gekriegt. Diesen Thunder-Amulett. Fireblame? Hm? Wäre natürlich eine Möglichkeit, aber da ich nicht weiß, was jetzt auf uns zukommt, was für Elemente oder sowas, weiß ich nicht, ob das Sinn macht, jetzt sowas auszurüsten, was einen resistenter gegenüber Feuer oder Blitz macht. Was haben wir hier? Ach, das ist so dieser Markt. War bis jetzt auch noch niemand. Niemand, den ich jetzt irgendwie rekrutieren könnte oder der Meister von Wakabe wäre. Wobei ich ja hoffe, dass der Meister von Wakabe einfach auch so ein Bild hat, so ein Icon und sich dann uns anschließt. Bis jetzt sieht das noch nicht danach aus. Nein. Den habe ich schon angequatscht. Der ist niemand. Auch nicht. Ich würde mich halt hier gerne noch umsehen, auch wenn die Folge jetzt schon etwas länger ist. Und ich eigentlich beenden wollte. Oh ja, eine Kuh. Ja, ich kaufe eine Kuh. Also so ein Kalb. Ja, warum nicht? Kälbchen kann man immer gebrauchen. So, hier haben wir noch ein Haus. Da haben wir noch ein Haus. Ist noch ein Typ. Okay, wir gehen erstmal hier runter. Hier ist nur eine Frau drin, okay. Und hier oben? Oh, Fatsch. Sorry, ich bin in Eile. Fatsch. Dich gibt's auch noch, das ist ja schön. Ah, da sind sie ja, Sir Humphrey.
Möchten Sie gerne nach draußen, wo es wärmer ist? Nein. Hier gefällt's mir. Es tut mir leid, wenn ich hier zu lange bleiben sollte. Nein, machen Sie sich keine Gedanken. Ihr habt ja immerhin dafür bezahlt. Und man kennt ja das allgegenwärtige Problem wegen des Kriegs für die Reisenden, bla bla bla. Ihr wollt nach Ammonia, nicht wahr? Ich glaube, die Straßen dahin sind geschlossen wegen dem Krieg. Ja. Fudge und Sir Humphrey. Das ist ja mal interessant. Und natürlich ist er nicht gesprächig. Der Humphrey war noch nie wirklich großartig gesprächig. Du bist zu spät. Wo warst du? Sorry, sorry. Meine Mom hat mich erwischt und... bat mich drum, ihr zu helfen mit den... Ich weiß nicht, was Chorus heißt. Chorus? Hey, Fatsch. Du warst doch ein Drachenritter, nicht wahr? Hm? Ja. 9. Rang. Ein Ritter in Ausbildung quasi. So, so. Bist du geflogen? Im Himmel geflogen auf einem Drachen? Natürlich. Ich bin in einer Drachenhöhle geboren. Achso, ich habe mehr Zeit im Himmel verbracht. Also in den Wolken, ne? Als am Boden. Wow, wirklich, wirklich? Oh, das ist awesome. Das ist mega. Es ist wahr. Hier ist der Beweis. Ist das eine Drachen... Scale könnte Klaue sein, oder? Boah, das ist cool. Kann ich mir das angucken? Ich möchte es gerne meiner Mom zeigen. Ja, sicher, aber bedeutet mir eine Menge. Also bitte verlier es nicht. Ich werde unglaublich vorsichtig sein. Boah, das fühlt sich... wow, es muss sich toll anfühlen zu fliegen. Das ist so cool, Fatsch. Aber mein Drachen, Black, war sein Name. Er starb. Er starb, als er mich beschützte. Ein Drachenritter ohne seinen Drachen ist ein Nichts. Ich kann nicht zurück zur Drachenhöhle und kann nicht fliegen. Aber du und Humphrey, ihr seid doch auf einer Quest, einen neuen Drachen zu finden. Auf der Suche nach einem neuen Drachen. Ja. So, also eines Tages wirst du einen anderen Drachen haben und wieder ein Drachenritter sein. Fatsch, wenn dieser Tag kommt, wenn du wieder ein Drachenritter bist, wirst du zulassen, dass ich mit dir fliegen kann? Wieder zu fliegen? Ja. Falls ich einen neuen Drachen bekomme, Kent, wirst du die erste Person sein, die mit mir fliegen wird. Wir werden über die Berge fliegen, über das Land rechts von deinem Haus. Wirklich? Versprichst du mir das? Versprichst du mir das, Fatsch? Ja, ich verspreche es. Und Humphrey ist weiterhin nicht der Gespräche. Also, woher bist du? Oder, oh, guck mal, das Wetter ist doch schön, nicht wahr? Ja, Humphrey war noch nie der Gesprächige. Oh, was für ein großes Schwert. Und was macht ihr hier? Ammonia. Warum Ammonia? Um nach Drachen zu suchen. Sieht so aus, als hättet ihr eine ruhige Unterhaltung. Also... Wollt ihr hier die Nacht bleiben? Er haut einfach ab. Mr. Humphrey sagte, mit euch zu reden, war nett. Und um seine Dankbarkeit auszudrücken, hat er für eure Übernachtung gezahlt. Das ist aber wirklich nett.